bin Musikerin, genau gesagt Fagottistin, und arbeite ich als Kontrafagottistin beim Sydney Symphony Orchestra. Und seit 10 Jahren lebe ich hier mit meiner Familie. Und aber ich bin eine gebürtige Tokioterin, das heißt, ich bin in Tokio geboren. Und es ist, es ist üblich, damals dort, dass ein als Mädchen bei seinen Eltern bleibt, bis man heiratet. Also ich war 21 Jahre alt und bis dahin wohnte ich mit meinen Eltern und meinem Bruder. Dann bin ich nach Deutschland gegangen, um weiter zu studieren. Ja, das war gut. Habe ich das erste Mal in der Schule kennengelernt. Mhm. Ich habe mit Klavier angefangen. Mein Vater ist ein Musiker. Aha. Er ist Bratschist und im Sinfonienorchester. Ich und mein Bruder haben beide Klavier gelernt. Und ich kam in die Schule, 7. Klasse. Dann gab es so ein Brass-Orchester in der Schule. Und da wollte ich was anderes machen. Weil das war ganz interessant. Ne? Klavier spielt man immer alleine, aber mit anderen Instrumenten kann man in der Gruppe spielen. Und, so. Und dann, ich wollte vielleicht Flöte, Saxophon spielen, aber die Instrumente war schon weg. Und dann der Musiklehrer sagte, zeig deine Hände noch. Oh, deine Hände sind groß. Okay, du kannst Fagott spielen. Ich hatte die Fagott in meinen Hand. Ehrlich gesagt, ich wusste überhaupt nicht, wie das Fagott klingt. Aber es war mit mir okay, irgendein Instrument. Da habe ich meinem Vater gezeigt und dann er fand es ganz toll. Es ist selten, ein seltenes Instrument damals in Japan. Nach Hannover ankam, war es schwer. Also ich konnte nichts hören. Das war schwierig. Also ich saß in der Mensa für 3 Monate und guckte rechts und links. Und weil jedes Mal, als ich eine Frage gestellt habe, ich habe die Antwort nicht verstanden. Das war alles zu schnell. Ja, hierher kam. Wir sind gefangen und waren zu Hause. Australien war nie zu Hause für mich. Natürlich, ich habe nie hier gelebt. Wir waren alle vielleicht 3 Jahre hier zum Besuch. Mein Mann hatte ja Familie. Aber ich habe nie gedacht, dass ich nach Australien gekommen bin. Der Grund war unsere Kinder. Also, ja, ich habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Meine Tochter, als sie wurde 97. Ja. Ich wurde beide in Frankfurt. Und unser Sohn war 5 Jahre alt und meine Tochter war 3 Jahre alt. Genau. Und ja, sie. Der Grund war, dass Matthew ist Australier, mein Mann ist Australier, ich bin Japanerin. Und unsere Kinder waren eben, sie hatten beide Pässe, Australisch und Japanisch. Die müssen mit, ich glaube, 22 müssen sie wählen. Dachte ich, damals hatte ich. Beide, Messi und ich, wir waren in verschiedenen so Gruppen. Also wir waren sehr viel unterwegs, sehr viel Tournee gehabt, und immer unterwegs. Und plötzlich dachte ich, was passiert, wenn irgendwas mit uns passiert? Was passiert mit unseren Kindern? Wir sind nicht Deutsche. Aber sie werden wahrscheinlich Deutschland aus zu Hause führen und in die Schule gehen, natürlich. Das wird dann. Und
bis dahin habe ich Japanisch fast kaum benutzt. Mhm. Und dadurch, dass mein Japanisch ganz schlecht geworden ist. Als ich hierher kam, also ich habe viele japanische Eltern kennengelernt durch die japanischen Samstagsschulen. Aber die haben mich nicht verstanden. Nicht verstanden? Nicht verstanden. Wow! Also ein Vater sagte, Noriko, Shimada-san, also, bringen Sie doch ein Dolmetscher, bitte. Und ich war 3 Jahre also im Elternkomitee drin, und, aber jedes Mal, als ich meinen Mund aufmachte, da war ein ganz so, so die haben alle so ganz komisch angeguckt. Mhm. Und es hat mir 3 Jahre gedauert, bis ich wieder einigermaßen richtig auf Japanisch die Leute normal verständigen konnte. Es ist nicht einfach, die beidesprachig getrennt zu halten. Mhm. Ja, und, es gibt immer eine Gefahr, dass die Sprache zu mischen. Und, aber ich versuche es getrennt wie möglich zu halten. Und ja. Aber trotzdem, das ist in Praxis sehr schwierig. Die Kinder sprechen meistens Englisch. Und das geht viel schneller. Sie haben weniger Geduld. Und dann, mein Mann versteht ein bisschen Japanisch, aber wenn wir zu viert sind, dann, wir wollten doch alle gut verstehen, aber dann mein Englisch war nicht gut genug. Und dann, fühlte ich mich, ich bin draußen. Und wenn wir Japanisch sprach, dann, mein Mann fühlte sich, er war draußen. Und jetzt ist mein Englisch viel besser geworden. Und dann, ich bin sozusagen drin. Aber ich habe ganz klar meinen Kindern gesagt, okay, eure Mutters Muttersprache ist Japanisch und Englisch ist Mutter Fremdsprache. Ja, das habe ich ganz klar gesagt. Und natürlich, ich mache viel Englisch. Deswegen ist es schwer für mich. Aber meine Mutter, mein Japanisch ist besser als. Aber und wir sprechen Deutsch auch.